So, meine Freunde, einen wunderschönen guten Abend an dieser Stelle und willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Endlich mal wieder Folge 46. Und heute geht es mal um die deutschen Torhüter. Und ich möchte euch gerne meine persönliche Top 5 hier vorstellen. Die meisten werden sie natürlich kennen, aber es ist mein persönliches Empfinden, diese Reihenfolge gewählt zu haben. Ja, jeden Torhüter, den ich jetzt hier zeige und anspreche, habe ich selber auch schon in meinen Mannschaften gehabt. Deswegen ja, kann ich das auch so beurteilen. Genau, fangen wir doch einfach mal an. Natürlich an erster Stelle definitiv Manuel Neuer. Ist ja auch in Reality unsere Nummer 1 im deutschen Tor sozusagen. Ein unglaublich erfahrener Torhüter. Mittlerweile schon 36. Hat aber immer noch sehr, sehr starke Fähigkeiten oder sehr, sehr starke Werte sozusagen. Wie man hier sehen kann, gerade im Stellungsspiel ist er noch sehr, sehr stark im Abschlag, aber auch natürlich die anderen Fähigkeiten, auch in geistigen Fähigkeiten, auch Ruhe, Reaktion, Schnelligkeit ist jetzt nicht ganz so wichtig, natürlich auch Sprungkraft. Und ja, unglaublich erfahren, hat mittlerweile über 470 Spiele absolviert für Schalke und Bayern München. 316 Spiele allein für die Bayern und ja, ist von den Charaktereigenschaften her auch nervenstark, vereinstreu vor allen Dingen, ja, war nur bei zwei Vereinen in seiner Karriere, sehr ehrgeizig, was man auch immer wieder merkt bei ihm, finde ich, sehr professionell und ja, stark bei seinen weiten Abwürfen, ne? Charakterweite Abwürfe, ist er ja für bekannt. Ne, sagen wir mal so. Also Manuel Neuer hatte ich auf jeden Fall schon ganz, ganz oft im FM und ich kann euch einfach nur sagen, oder ihn auch ans Herz legen, oder euch ans Herz legen, ihn zu kaufen. Sagen wir das so, wenn es geht, ne, ist ja, glaube ich, schon schwierig, ihn von Bayern wegzubekommen. Ich selber habe es auch noch nie versucht, ehrlich gesagt. Aber auch mit 36 ist er immer noch eine sehr krasse Persönlichkeit, ein sehr, sehr starker Torhüter, wo für mich auch in dem Alter immer noch keiner vorbeikommt. Genau. So, dann kommen wir zur Nummer 2. Das ist, sollte aber nicht die Nummer 2 sein, sondern natürlich Marc-André ter Stegen, spielt beim FC Barcelona, kennt natürlich auch jeder. Hatte ich auch schon ein paar Mal in meinem FM-Karrieren. Ist von den Fähigkeiten her schon ein bisschen stärker als Manuel Neuer. Natürlich auch ein paar Jahre jünger, deswegen auch ein paar Stärkepunkte stärker. Oder ein paar Fähigkeiten stärker. Charaktereigenschaften, nervenstark, vereinstreu, ehrgeizig, professionell. Eigentlich genau wie bei Manuel Neuer. Stärke 88 aktuell. Er ist 30 Jahre alt, wie ich schon gesagt habe. Auch ein sehr erfahrener Spieler, auch nur bei zwei Vereinen gewesen, bei Gladbach und bei Barca jetzt. Insgesamt 328 Spiele absolviert. Und ja, ich glaube, zu den einzelnen Fähigkeiten braucht man, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Man kann hier nochmal alle Fähigkeiten anschauen. Aber auch Ter Stegen ist ein unglaublich starker Torhüter. Hat natürlich im Gegensatz zu Manuel Neuer natürlich auch einen höheren Marktwert, aber ist ja auch logisch. Ich meine, er ist 6 Jahre jünger, ne? Er ist noch im besten Torwartalter, sage ich jetzt mal. Von daher 65 Millionen ist eigentlich für Marc-André ter Stegen akzeptabel, sage ich mal. Auch mit 30 Jahren ist er einfach noch ein Top-Mann, ne? Kann ich auch nur jedem empfehlen. So. Dann meine Nummer 3, Florian Müller. Also ihn kann ich euch wirklich ans Herz legen. Der ist noch jung, der ist gerade mal 24, Charaktereigenschaften nervenstark und ein Teamplayer.
macht keinen Ärger, nix, ja, entwickelt sich gut, kann ich euch nur empfehlen. Also ich habe ihn auch gerade in meiner Bayern München Karriere, einige von euch verfolgen das ja auch, er hat sich dort schon recht gut entwickelt und das Ziel ist halt auch wirklich, dass er da Manuel Neuer ablöst als Nummer 1 im Tor. Und ja, ein sehr junger, dynamischer Torhüter, sagen wir mal so, hat 105 Spiele in seiner Karriere mittlerweile absolviert. Und ja, wie gesagt, Marktwert 21 Millionen, das ist auch vollkommen okay für den 24-Jährigen. Er ist 1,90 Meter groß, perfekte Größe für einen Torhüter, ne? Und ich würde hier gar nicht mal so auf das Talent achten. Das kann sich alles noch ändern. Von daher, ja, holt ihn euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, ne? So, dann müssen wir so machen. Dann haben wir Kevin Trapp in meiner engeren Auswahl sozusagen. Mittlerweile ja auch schon 31. Trotzdem immer noch ein sicherer Rückhalt, würde ich mal so sagen. Kostet immer noch 12 Millionen. Marktwert, Charaktereigenschaften fair, ehrgeizig, professionell und Teamplayer. Merkt man auch, macht auch keinen Ärger in der Mannschaft. Ja, auch mit 31 immer noch ein sehr, sehr starker Rückhalt. Hat auch schon 297 Spiele in seiner Karriere absolviert, unter anderem ja auch bei Paris gespielt. Dann wieder zurück zu Frankfurt gegangen. Auf jeden Fall definitiv ein ganz starker Torhüter. Ja, der ein oder andere wird ihn vielleicht auch schon mal gehabt haben im FM oder auch nicht. Wenn nicht, probiert es gerne auch aus auch mit 31 ist er immer noch stark. Auf jeden Fall stark. Wenn ihr ihn spielen lässt, dann denke ich mal, auch mit 31 kann man sich auch noch verbessern. Ne? Gerade in diesem Bereich hier zum Beispiel Abschlag oder das kann man ja trainieren. Von daher, ja, probiert es aus. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und als letzten haben wir mit Timo Horn, den 29-jährigen Torhüter vom 1. FC Köln. Den habe ich noch mit reingenommen. Weil, ja, ich persönlich finde, dass er auch ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Ja, auch mit 29 immer noch. Hat einen Marktwert von unter 10 Millionen. Von daher ist er nicht so ganz so teuer. Ja, für diejenigen, die bei einem kleineren Verein spielen vielleicht und nicht so viel Geld haben, kann ich euch Timo Horn nur ans Herz legen. Hat 307 Spiele beim 1. FC Köln absolviert seit 2007. Das ist schon echt auch Wahnsinn, ne? Also auch eigentlich schon ein erfahrener Spieler, ja. Also national erfahren auf jeden Fall. International denke ich jetzt mal nicht so, aber trotzdem ein, ja, starker Rückhalt noch, ne? Würde ich mal so behaupten. Also für kleine Mannschaften wie Köln jetzt, sage ich mal, kann ich euch ihn auch nur ans Herz legen. Also für das Geld würde ich das schon mal riskieren, ihn zu holen. Da habt ihr auf jeden Fall einen starken Torhüter im Tor. Genau. Und mit 29 ist da auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial drin, auf jeden Fall, ne? Er hat jetzt keine schlechten Werte, finde ich. Ist natürlich jetzt nicht so stark wie ein Trapp oder wie ein Müller, aber Müller ist auch 5 Jahre jünger und ja, Trapp ist 2 Jahre älter, aber ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also mit 29, da geht noch ein bisschen was, ne? Man muss es einfach nur wollen und man muss es auch einfach nur trainieren. So, und für den Marktwert vollkommen okay. Also probiert es gerne aus, ja? Auch mit Horn, mit dem 1,92 großen Torhüter, macht ihr dann nichts falsch, auf gar keinen Fall. Genau, Freunde. Ja, dann sind wir ja auch schon durch mit meiner Top 5 hier. Deutschlands Torhüter, Top 5. Also meine Top 5. Ja, wollte ich euch gerne mal vorstellen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal so ein paar Videos, wo ich euch ein bisschen meine persönlichen Favoritenspieler vorstelle. Sei das Torhüter oder aus der Verteidigung, im Mittelfeld. Im Sturm, wen ich da so bevorzuge oder wen ich persönlich da am besten finde, macht da immer so eine Top 5 draus und ja, dann habt ihr da auch so einen Eindruck, ne?
Genau. Ihr könnt es ausprobieren oder halt nicht, wie ihr möchtet. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwas gerne mal sehen wollt oder wie auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich mich da bemühen, da mal was aufzunehmen und euch das zu zeigen. Da bin ich auch für alles offen. Genau. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.